Ihre Feuer brennen. Bald schon werden sie die Welt erobern. Sie sind noch kein Volk. Und kein einzelner Herrscher wird ihre Krieger kommandieren. Noch rufen sie ihre heidnischen Götter an, damit diese ihnen Stärke und Wohlstand sichern. Doch bald werden ferne Länder ihre Stimmen vernehmen und Fremde werden sie fürchten und bewundern, lieben und hassen. Mit ihren Äxten behauen sie die Schiffe, die sie in benachbarte Länder, nach Asien und in Gegenden weit hinter dem Horizont im Westen bringen. Wir kennen sie als Wikinger und zeitgenössische Schriften geben uns einen Einblick in ihre gewalttätige Zeit. Ihre Schiffe flogen wie böse Drachen über die Meere. Die Geschichte der Wikinger ist auch das Vermächtnis ihrer Seefahrerkunst. Die Geschichte beginnt im Jahr 750 nach Christus. In einem der vielen skandinavischen Dörfer entlang der Küsten und Wasserwege. Auch wenn die Hauptakteure häufig blonde Skandinavier waren, steht der Begriff Wikinger für keine ethnische Gruppe oder nationale Identität. Denn es gab auch slawische und irische Wikinger. Auf Wikingerfahrt ging eine bunt gemischte Gruppe von Menschen, die zu jener Zeit in Nordeuropa lebte. Die Menschen auf den Höfen hätten sich niemals Wikinger genannt. Sie sagten eher, mein Jüngster ging im letzten Jahr auf Wikingerfahrt. Ich habe ihn seither nicht gesehen. Und vielleicht sehe ich ihn nie wieder. Die Wikingerzeit brach nicht über Nacht über eine isolierte Gruppe von Menschen herein. Aus der großen Bandbreite skandinavischer Landschaften ergaben sich natürliche Siedlungsräume und unterschiedliche Lebensweisen. Die Menschen der verschiedenen Regionen gehörten zum gleichen kulturellen Umfeld, doch es bildeten sich regionale Unterschiede heraus. Diese betrafen Sprache, Bautraditionen und Bestattungspraktiken. Arabische Abgesandte waren überrascht und schockiert über das, was sie im Norden sahen. Von allen Geschöpfen Gottes sind sie die schmutzigsten. Jeden Tag müssen sie ihre Gesichter und Köpfe waschen und sie tun es in der unsaubersten Weise. Das schreibt Ibn Fadlan im Jahr 921. Er ist überrascht, dass sie täglich ihre Haare kämmen. Sie haben auch Schminke für die Augen. Wenn sie diese verwenden, schwindet die Schönheit nie. Im Gegenteil, sie steigt bei Männern und Frauen. Aufgrund der tausende Kilometer langen Küstenlinie war die Seefahrt bereits lange vor der Wikingerzeit Teil des kulturellen Erbes. Reiche Fischgründe an der Atlantikküste waren die Grundlage vieler bedeutender Siedlungen. Frauen hatten eine recht starke Position in der Gesellschaft. Wenn ihre Ehemänner auf Wikinger-Raubzügen waren, übernahmen sie das Kommando über Hof und Gesinde. Die Gehöfte der Region versorgten sich meist selbst, waren wohlhabend und hatten Gebäude für die Großfamilien.
Besonders die Küstenbewohner in Norwegen verbanden Fischfang und Landwirtschaft. Wegen der kurzen Wachstumsperiode und des langen, harten Winters war es notwendig, große Mengen an Lebensmitteln einlagern zu können. Fisch- und Robbenfleisch konnte man trocknen und einsalzen. Fischöl und weitere Erzeugnisse lagerten in selbstgefertigten Fässern. Trotz all der harten Arbeit legten die Wikinger großen Wert auf künstlerischen Ausdruck. Im 10. Jahrhundert bemerkte ein Araber einmal, dass die Wikinger für bunte Glasperlen alles gäben. Offensichtlich wurden diese in Skandinavien hoch geschätzt. Die sehr aufwendig von Hand gefertigten Perlen waren in jedem Fall sehr kostbar und teuer. Sie wurden auf Raubzügen erbeutet, auf den Märkten eifrig erstanden und an die Kinder vererbt. Die Größe der goldenen Broschen, die die Kleidung zusammenhielten, brachte den Status ihres Besitzers zum Ausdruck. Je mehr Halsketten eine Frau trug, umso reicher war sie. Es waren eindeutig Statussymbole. Die Landwirtschaft war die Basis jeder Wikingergesellschaft. Wenn Männer Wikingerfahrten unternahmen, gingen ihre Familien zu Hause ihrer täglichen Arbeit nach. Sie bestellten die Felder und hüteten das Vieh. Kohl, Zwiebeln, Erbsen und Bohnen wurden angebaut. Gerste war das wichtigste Getreide. Die Jungen mussten auf dem Hof mitarbeiten. Doch sicher träumten sie dabei von abenteuerlichen Wikingerreisen. Durch die Aufzeichnungen arabischer Händler wissen wir einiges über den Alltag in Wikingersiedlungen. Ihre Beobachtungen sind häufig gefärbt durch ihre islamischen Glaubensvorstellungen. In jedem Fall sind sie eine wertvolle Informationsquelle. Aus ihnen geht hervor, dass Wikinger Kindstötungen praktizierten. Die junge Frau, die gerade eine Tochter geboren hat, wird gezwungen, sie wegzugeben. Die Dorfvorsteherin nimmt das Kind. Es wird allein zurückgelassen, um zu sterben. Weil viele Männer während der Raubzüge ums Leben kamen, hatten die Wikinger dieses Mittel der Geburtenkontrolle. Durch die Tötung von Mädchen wurde das Verhältnis von Männern zu Frauen langfristig stabil gehalten. Trotz der Ausbreitung des Christentums bestand diese Praxis noch lange Zeit fort. Auch andere heidnische Bräuche gaben die Wikinger nicht so schnell auf. Die Menschen riefen ihre Götter Thor, Odin und Freya an, um Stärke und Wohlstand zu erflehen. Anders als das Christentum verfügte die Religion der Skandinavier über keine systematische Theologie und kannte keine geschlossenen Konzepte von Gut und Böse oder von einem Leben nach dem Tod. Odin war der höchste Gott, der Gott der Weisheit, des Kriegs und der Macht, doch auch der Dichtkunst. Er gab den Menschen die Fähigkeit, Runen auf Steine zu schreiben und die Sagas abzufassen. Vermutlich gab es keine Priester, die Zeremonien wurden von den jeweiligen Anführern abgehalten. Die Toten führten mit ihren Göttern ein Nachleben. Und die heldenhaften Krieger, die in der Schlacht gefallen waren, wurden durch die Walküren an Odins Tafel geleitet, um mit ihm zu feiern und zu kämpfen.
Der arabische Reisende Ibn Fadlan hat uns genaue Berichte über Beisetzungsrituale der Wikinger hinterlassen. Er ist sehr befremdet. Zuletzt erzählte man mir vom Tode eines ihrer hervorragenden Männer. Sie trugen ihn in ein Zelt auf dem Schiff. Sie brachten berauschende Getränke, Früchte und duftende Kräuter zu ihm, dann Brot, Fleisch und Zwiebeln, die sie vor ihn legten. Sie brachten einen Hund, dann zwei Pferde, einen Hahn und eine Henne und warfen sie hinein. Sie brachten auch seine Waffen und legten sie ihm zur Seite. Eine seiner Sklavinnen folgt dem Verstorbenen in den Tod. Ein berauschendes Getränk soll sie darauf vorbereiten. Eine Frau, der sogenannte Todesengel, begleitet sie auf das Totenschiff. Dann betraten 6 Männer das Zelt und jeder hatte Geschlechtsverkehr mit der jungen Frau. Sie legten sie an die Seite ihres Herrn. 2 hielten ihre Füße, 2 ihre Hände. Die alte Frau, der Todesengel, trat wieder ein, schlang einen Strick um ihren Hals und gab die Enden den beiden übrigen Männern. Männer begannen mit Stöcken auf ihre Schilde zu schlagen, damit ihre Schreie nicht gehört würden. Der Todesengel näherte sich mit einem breiten Dolch, den er immer wieder zwischen ihre Rippen stieß, und die Männer strangulierten sie, bis sie tot war. Daraufhin ergriffen die Flammen das Holz, das Schiff, das Zelt, den Mann, die Frau und alles auf dem Schiff. Ein mächtiger, furchtbarer Wind begann zu wehen, sodass die Flammen wilder und heftiger wurden. Die heidnischen Rituale zu bestimmten Jahreszeiten beinhalteten auch Opfergaben für die Götter. Auch nachdem die meisten Menschen bereits christlich getauft waren, hielten sie alle 9 Jahre heilige Feste ab. Im Zentrum dieser Zeremonien standen verschiedene Opfer, die die Wikinger Blut nannten. Der deutsche Bischof Adam von Bremen beschreibt die Vorgänge sehr detailliert. 9 Köpfe wurden geopfert von männlichen Lebewesen jedweder Art. Die enthaupteten Körper hängte man in einen Hain nahe dem Tempel. Hunde wurden aufgehängt neben Pferden und Menschen. Ein Christ erzählte mir, dass er 72 Körper in einer Reihe hängen sah. Einige Menschen, offensichtlich reicher als andere, bestattete man auf Booten. Man gab ihnen Alltagsobjekte mit, die ihnen in der anderen Welt nützlich sein könnten. Es wird vermutet, dass die Verstorbenen in Schiffsgräbern Priester eines Freierkults waren. Diese Gräber wurden zu wichtigen Wahrzeichen. Unscheinbare Grabhügel, wie dieser 1934 in Dänemark entdeckte, wurden zu Goldgruben für die Wikingerforschung. Im Inneren befanden sich die Überreste eines Wikingerschiffs, das für die Bestattung einer wohlhabenden Person benutzt wurde. Auch wenn die Planken längst verrottet sind, erkennt man seine Form. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts nummerierten Archäologen sorgfältig die Position tausender Eisennieten, die das Schiff einst zusammenhielten. Heute, über 60 Jahre später, sind die Nieten noch immer da. Ein Schiffsgrab gehört zu einem heidnischen Bestattungsritual. Wenn jedoch die Familienangehörigen später getauft wurden, gruben sie die Leichen wieder aus, um sie in geweihter Erde eines christlichen Friedhofs erneut beizusetzen. Die meisten Grabbeigaben beließen sie im Boot, wie hier den Anker und die Knochen von 11 Pferden und 4 Hunden. Wiebeke Bischof hat die Arbeit der Archäologen fortgesetzt. Genau so hat man das Schiff 1936 gefunden. Das ist der Abdruck einer Planke im Boden. Und hier sind ein paar der 1700 Nieten, die gefunden wurden und die die Planken miteinander verbanden. Die Länge der Nieten zeigt die Dicke von 2 sich überlappenden Planken. Also auch ein verschwundenes Schiff hilft uns, den Schiffsbau der Wikinger zu verstehen. Auf den meisten großen Höfen gibt es eine Werft. Im Verlauf weniger Monate nimmt ein neues Boot Gestalt an. Auf der Grundlage einer jahrhundertealten Tradition entwickeln Handwerker Schiffe, die den Verlauf der Geschichte entscheidend beeinflussen sollten.
Die Bauweise ist in einem großen Teil Nordeuropas einheitlich. Nieten halten die Planken zusammen. Diese Nieten sind entscheidend, denn sie verleihen dem Schiff gleichzeitig Stärke und Flexibilität. Die Arbeit der alten Schiffsbauer ist heute zu neuem Leben erwacht. Wir mussten dieses Schiff rekonstruieren, denn es war ein besonderes Schiff aus einem sehr reichen Grab. Es war mit 21,5 Metern ein sehr langes und schmales Kriegsschiff. Wir wollten einfach wissen, wie es aussah. Dazu nutzten wir alle Möglichkeiten, die wir hatten. Es wurden nur wenige Wikinger-Schiffe gefunden. Daher ist der Nachbau von großer Bedeutung. Bei der Rekonstruktion eines Schiffes wird es immer Diskussionen geben. Bei einer Unregelmäßigkeit fragt man sich, haben Sie den Fehler gemacht oder ich? Man muss sich das Problem noch einmal ansehen und fragen, war das Original so? Dann muss man dabei bleiben und sich im Klaren sein, dass Sie es eben so gemacht haben und es auch so machen. Man kann keine Linie korrigieren, bei der man das Gefühl hat, sie sollte so sein. Man hält sich an das Original. Das ist interessant, denn man versteht, dass Dinge auftauchen, an die man nicht gedacht hat. Wenn es um 1000 Jahre alte Schiffe geht, kann man auf etwas stoßen, das man noch nie gesehen hat. Auf der Werft neben den Wikinger-Schiffshallen im dänischen Roskilde sucht Bischofskollege Sören Nielsen nach dem richtigen Holz für eine Rekonstruktion. Ich bin sicher, dass die Schiffsbauer der Wikingerzeit viele Details dieser Fertigkeit und dieses Handwerks kannten, die wir heute vergessen haben. Auch nach 20 Jahren ist es noch ein weiter Weg, bis wir so gut sind wie die Wikinger. Das wissen wir. Auf der Schiffswerft des Museums werden Planken und andere Teile für einen Schiffsnachbau akribisch mit der Axt aus dem Holz geschlagen. Die Axt ist das Hauptwerkzeug, heute genau wie zu Zeiten der Wikinger. Das Abschlagen darf auf keinen Fall wahllos erfolgen. Wichtig ist, den Fasern zu folgen, damit auch das Holzstück, das in das Boot kommt, den Fasern des Holzes folgt. Es muss in der richtigen Form gewachsen sein. Ich habe zwei Stücke angefertigt, um Ihnen das zu zeigen. Bei diesem Stück verlaufen die Fasern gerade. Dieses Stück ist natürlich gewachsen. Wenn ich es anschlage, wie Sie sehen, folgen die Fasern nicht der Form des Stückes, also ist es gebrochen. Das ist wirklich wichtig. In diesem Stück verlaufen die Fasern von einem Ende zum anderen. Daher zerbricht es nicht. Das macht dieses Stück so stark. In den Wäldern der Wikingerzeit entwickelte sich ein bedeutendes Gewerbe. Erfahrene Bootsbauer suchten nach natürlichen Biegungen im Holz, nach Linien, die zur Rumpfform des Bootes passten, das sie gerade bauen wollten. Planken spalteten sie aus Baumstämmen, gebogene Spanten schnitten sie aus entsprechenden Zweigen. Eiche ist eindeutig das beste Material. Bootsbauer im hohen Norden Skandinaviens müssen sich mit Kiefernholz zufrieden geben. Es war unmöglich, dass ein Bootsbauer oder auch 10 ein solches Boot bauen konnten.
Es gab eine Industrie mit vielen Leuten, die im Wald die großen Planken schlugen. Die grob zugehauenen Planken brachten sie zum Hafen. Dort waren die Bootsbauer, die das Boot zusammensetzten. Das Entscheidende an einem Wikingerschiff ist die Art seiner Planken. Zur Gewinnung spaltet man große Baumstämme mit Keilen und Vorschlaghämmern. Aus jedem keilförmigen Stück wird nur eine einzige Planke gewonnen. Im Vergleich mit einer modernen Planke, die aus dem Stamm gesägt wird, sind die Planken der Wikinger extrem haltbar und elastisch. Soweit wir wissen, verwendeten die Wikinger keine Baupläne. Sie zimmerten ihre Schiffe aus dem Gedächtnis. Höchstwahrscheinlich wurde ihr Wissen vom Vater an den Sohn weitergegeben. Aus archäologischen Grabungen wissen wir, dass es viele verschiedene Schiffstypen gab. Jeder war perfekt für die Nutzung ausgelegt, für die er bestimmt war. Heute wird die Tradition von einer kleinen Gruppe Schiffsbauer in den Wikinger-Schiffshallen im dänischen Roskilde weitergeführt. Hier liegt auch der größte Schiffsnachbau, der je in Angriff genommen wurde. Mit 30 Metern Länge scheint das schlanke Schiff den Regeln des Schiffsbaus zu widersprechen. Manchmal ist auch der Chefbootsbauer Sören Nielsen besorgt. Oft denke ich, es ist nicht stark genug, es ist zu dünn. Doch immer, wenn wir mit ihm gefahren sind, war es stabil genug. Es wird funktionieren. Das Kriegsschiff nimmt Gestalt an. Die Leute, die an ihm arbeiten, benutzen nachgebaute Äxte in verschiedenen Formen und Größen. Die Originale fanden sich bei Grabungen in Wikingersiedlungen. Bei ihrer Arbeit an originalgetreuen Schiffen haben die modernen Handwerker gelernt, welche Axt sich für welchen Arbeitsschritt am besten eignet. Alle Äxte sind sehr funktional. Am besten benutzt man sie jedoch für genau die Aufgaben auf der Werft, für die sie entworfen wurden. Jedes Werkzeug, das hier zum Einsatz kommt, ist die genaue Kopie von einem aus der Wikingerzeit. Die Qualität des Schiffs soll der Qualität des Originals in jedem Fall entsprechen. Moderne Werkzeuge würden das Boot nicht besser machen. Sogar der Gebrauch verschiedener Hölzer für Planken und Holznägel basiert auf den Erfahrungen der Wikingerzeit. Man hat schnell begriffen, dass die Herstellung von Planken eine sehr anspruchsvolle Arbeit ist. Die Gruppe musste einsehen, dass sie mehrere Jahre braucht, um ein Schiff fertigzustellen. Vor 1000 Jahren waren sehr viel mehr Menschen im Einsatz, um das Original in wenigen Monaten zu bauen. Zentimeter. So dick wird die Planke werden. Das wissen wir durch die archäologischen Funde. Dieses große Holzstück ergibt nicht mehr als eine Planke. Die Bootsbauer kalfatern den Rumpf mit Teer aus Holzspänen, gemischt mit Wolle und Leinen. Dadurch erzeugen sie eine Versiegelung zwischen den Planken.
Die Wikinger haben die Schiffsgestaltung mit überlappenden Planken, die Klinkerbauweise, perfektioniert. Das Schiff wird dadurch entlang seiner Achse enorm flexibel. Es ist eines der wenigen Elemente, die durch lebendige Tradition über 1000 Jahre überdauert haben. Ein wahres Erbe der Wikinger in Nordeuropa und Nordamerika. Sie können sich wie ein Delfin im Meer bewegen. Sie bilden keinen starren Klotz, der auf die Wellen hämmert. Das ist das Geheimnis des Wikingerschiffs. Die modernen Schiffsbauer entscheiden sich, ihre Vorgänger und deren Bauweise einem Test zu unterziehen. Am Danish Maritime Institute bereitet der Schiffsarchitekt Kim Henriksen eine Überprüfung der Beschaffenheit des Rumpfes vor. Die gleichen Versuche unternimmt man mit modernen Rennbooten, die an Hochseeregatten oder Olympischen Spielen teilnehmen sollen. Schnell beweist die Klinkerbauweise ihre Qualitäten. Das Konzept des Wikingerschiffs ähnelt sehr dem moderner Hochseerennboote, beispielsweise beim Volvo Ocean Race. Das Wikingerschiff hat eine geringe Wasserverdrängung, sogar wenn es beladen ist. Es gleitet über die Oberfläche, es kommt zu keinen Reibungsverlusten. Entlang der überlappenden Bretter werden Luftblasen unter das Boot gezwungen und bilden eine Art Schmiermittel. Mit einem Segel, das das Boot beinahe aus dem Wasser hebt, erhält man ein vorzügliches Rennfahrzeug. Gunnar Marel Eggertsson baute und segelt sein eigenes Wikingerschiff. Von Anfang an wurden die Wikingerschiffe dafür gebaut, auf den Wellen zu reiten. Wenn man 13 Knoten überschreitet, beginnt man zu surfen. Dann kann man leicht mit 15, 18, 20 Knoten segeln. Nur die schnellsten modernen Segelboote erreichen solche Geschwindigkeiten. Was ist das Geheimnis der Wikingerschiffe? Als das Nydam-Schiff in einem Moor zwischen Dänemark und Deutschland entdeckt wurde, konnte der Ursprung der Wikingerschiffe aufgedeckt werden. Es stammt aus dem 3. Jahrhundert, hat keinen Mast und überlappende Planken. Es ist also ein Ruderboot. Das Geheimnis der Wikingerschiffe ist ganz einfach Erfahrung. Die Schiffe wurden nicht in Isolation entwickelt und sie tauchten in der frühen Wikingerzeit nicht eines Tages aus dem Nichts auf. Die Wikinger perfektionierten vorhandene Modelle. Schiffe des römischen Imperiums haben sie ebenso beeinflusst wie die Küstenschiffe von den Friesischen Inseln. Es war eine Familienangelegenheit. Die Frauen nutzten ihre großen Webstühle, um den Drachen Flügel zu verleihen, die gewaltigen Wollsegel, die den Schiffen so viel Kraft gaben. Die Wikinger waren stolz auf ihre Schiffe und Künstler hielten den Eindruck fest, den sie machten. Gaben sie die Wirklichkeit wieder oder haben sie sich künstlerische Freiheiten erlaubt? Moderne Schiffsbauer und Meeresarchäologen haben lange über die dargestellten Takelagen und Segel nachgedacht. Auch wenn die Skandinavier den Schiffsrumpf viel früher entwickelt hatten, das Hinzufügen eines Segels war eine echte Neuerung der Zeit. Dieses Segel verwandelte die Bauern und Küstenfischer in Eroberer und Entdecker. Zur Rekonstruktion der Schiffe und dem Versuch, sie hochseetüchtig zu machen, konnte die Geschichtsschreibung wenig beisteuern. Es gibt ein Problem mit den gefundenen Wikingerschiffen. Die meisten entdeckte man in seichtem Wasser oder entlang der Küsten. An diesen Orten konnte die ansässige Bevölkerung auf die Schiffe gelangen und das Schiffsgut stehlen.
Die Folge ist, dass wir keine Riemen, keine Steuerruder, keine Segel, keinen Mast, rein gar nichts von der Ausrüstung finden. Bei den archäologischen Grabungen stießen Max Winner und seine Mitarbeiter jedoch auf Details, die erklären können, warum die Wikinger im Kampf so erfolgreich wurden. Bei den Langschiffen ist eine Sache sehr durchdacht. Sie können ihren Mast sehr leicht niederholen. Sinn davon ist, die Windangriffsfläche zu verringern, wenn man direkt gegen den Wind rudert. Es ist ein sehr leichtes Manöver. Man nimmt nur diese Sperre heraus und kann dann den Mast niederholen und in diesen Aufleger senken, in dem er bleibt. Wenn die Mannschaft geübt war, konnte sie den Mast in 1,5 Minuten niederholen und in 1,5 Minuten wieder aufrichten. Das Manöver ist also nicht nur sehr durchdacht, sondern auch sehr schnell. Es wurden nur wenige Wikinger-Schiffe gefunden. Und die Funde bestanden häufig nur aus verstreuten Planken und Teilen der Takelage. Ole Krumlin Pedersen und seine Kollegen setzten die Überbleibsel sorgfältig zusammen und konnten so den Schluss ziehen, dass die Flotte der Wikinger überraschend vielfältig war. Das bauchige Lastschiff namens Knorr hatte ein 90 Quadratmeter großes Segel. Es war der Frachter auf den Handelsrouten der Wikinger. Es gab kleine Boote zum Fischen, für den Fährbetrieb und kurze Reisen nahe der Küste. Das Langschiff wurde von Segel- und Ruderriemen angetrieben. 60 bis 80 Mann waren an Bord. Es war das Drachenschiff der Sagas, das Feinde einschüchtern sollte. Mich persönlich fasziniert die Kombination von Ästhetik und Funktionalität. Und das ist hier der vorherrschende Eindruck. Boote, die in Dänemark ausgegraben wurden, sind eine Fundgrube für die Forscher. Die 5 Wikinger-Schiffe von Skuldelev sind deswegen so außergewöhnlich, weil sie 5 verschiedene Schiffstypen der späten Wikingerzeit aus dem 11. Jahrhundert darstellen. Unterschiedliche Typen unterschiedlicher Herkunft. Ein Schiff stammt aus Irland, 2 aus Westnorwegen und 2 aus Dänemark. Max Winner und Erik Andersen nahmen sich vor, herauszufinden, wie diese Schiffe gesegelt wurden. Sie betrachteten jedes Loch und jedes Detail, um ihre Funktionen zu verstehen. Die Abnutzung um die Löcher ließ auf die Laufrichtung von Seilen schließen. Eigentlich muss man selbst ein Segler sein, um all die Hinweise in den Funden zu verstehen. Clues you find in the finds, for example, and so on. That's very important. Da sie selbst Segler sind, suchten sie nicht in Büchern nach Antworten. Sie stachen in See. Das traditionelle einzelne rechteckige Segel blieb in Nordnorwegen über 1000 Jahre lang erhalten. Bis zum Ersten Weltkrieg segelte man tatsächlich kleine Wikingerschiffe beim Lofotenfischfang. Ein Loch in den Planken ausgegrabener Wikingerschiffe und ein entsprechendes Loch in diesem modernen Boot mit rechteckigem Segel gaben den beiden Forschern den entscheidenden Hinweis. Plötzlich passte alles zusammen und das Segeln der Wikingerzeit konnte wieder aufgenommen werden. Alle Stücke, die im dänischen Roskilde entdeckt worden waren, fanden nun in den verschiedenen Booten ihren Platz. Die Wissenschaftler des Wikingerschiffmuseums hatten herausgefunden, wozu sie dienten. Das Steuerruder ist immer an der rechten Seite des Schiffes. Daher stammt der noch heute gebräuchliche Name für die rechte Seite eines Schiffes, Steuerbord. Viele ähnliche Begriffe aus der Seefahrt haben weltweit 1000 Jahre überdauert. Das Langschiff beförderte wenig Fracht. Jeder Mann hatte seine persönliche Ausrüstung dabei.
Die Mannschaft musste für einen sofortigen Angriff bereit sein und genügend Waffen an Bord haben. In den unteren Decks sorgten Ballaststeine für die Stabilität des Schiffs. Und die Mannschaft musste dorthin gelangen können, um notfalls Wasser zu schöpfen. Erst das Segel machte aus diesem Schiffskörper den entscheidenden Faktor bei der Errichtung der Wikingerherrschaft. Plötzlich eröffnete sich die Welt des Handels. Die Knorr war die Grundlage der Expansion der Wikinger in Europa und darüber hinaus. Nord- und Ostsee gerieten unter die Vorherrschaft der Wikinger. Doch ihre Schiffe trugen sie weiter. Ins Mittelmeer, über den Atlantik, tief ins Herz von Russland und zum Schwarzen Meer. Die Wikinger wurden berühmt, nicht nur wegen ihrer Tapferkeit im Kampf, sondern auch durch seefahrerisches Können und ihren profitablen Handel. Ihr Frachtschiff Knorr fasste 40 Tonnen Ladung, meist untergebracht in Holzfässern. Auch Menschen oder Tiere wurden befördert. Trotz der schweren Fracht hatte das Schiff nur einen Tiefgang von 1,5 Metern und konnte auch flache Häfen anlaufen. Hier in Norddeutschland wurde die Stadt Haithabu zu einem Machtzentrum der Wikinger. Es war die erste Stadt. Sie hatte eine ganz besondere Architektur, sodass viele Menschen auf einer sehr kleinen Fläche leben konnten. Eine imposante Stadtmauer schützte all die Waren und Kostbarkeiten, die in dem Handelszentrum angehäuft wurden. Es war die älteste und größte Stadt in Nordeuropa. Haithabu brachte vielen ihrer Bürger Reichtum und Macht. Nachbarorte entlang der Ostseeküste mussten sich ihrer Herrschaft unterwerfen. In Haithabu lebten Menschen aus vielen Regionen Europas Seite an Seite. Wikinger konnten verschiedene ethnische Ursprünge haben. Die Stadt stellte auch eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft dar. Bauern wurden Händler. Aus einem ländlichen Lebensstil wurde ein städtischer. Haithabu war eine Drehscheibe von Handel und Wandel. Ein Knotenpunkt der Kulturen und Religionen. In ihrer Blütezeit im 10. Jahrhundert hatte die Stadt rund 1500 Einwohner. Die meisten hatten in irgendeiner Weise mit dem Handel zu tun. Der Wohlstand der Wikinger gründete nicht auf der passiven Anhäufung von Gold und Silber, sondern auf dem Standort, auf Bündnissen und Verbindungen. Durch die Kontrolle über den Handel und die Handelswege mit kriegerischen Mitteln gewannen die Wikinger schnell die Oberhand. Eine der wichtigsten Rollen von Haithabu war, Ost- und Nordsee miteinander zu verbinden. Waren gelangten von der Ostsee kommend in die Stadt. Sie wurden 15 Kilometer über Land transportiert und dann auf Flüssen bis zur Nordsee geschafft. An diesem Knotenpunkt tauschte man Güter aus dem fernen Asien gegen solche aus dem hohen Norden. Bernstein, Daunen der Eiderente und hochwertige Schleifsteine waren begehrte Handelsobjekte. Richtung Norden und Osten, im heutigen Skandinavien, in Finnland und Russland, erstreckte sich schier endlose Wildnis. In den Wäldern lebten viele Tiere und Jäger hatten ein leichtes Spiel.
Wikinger beherrschten bald den einträglichen Pelzhandel. Könige und Sultane weit entfernter Reiche hüllten sich in Häute und Felle aus dem Norden. Und Wikinger tauschten sie gegen Salz und Edelmetalle. Die Kaufleute aus Haithabu handelten allerdings nicht nur mit unbelebten Dingen. Es ist überliefert, dass besonders arabische Händler nach einer besonderen Ware suchten. Während der Grabungen in Haithabu fanden Archäologen Handfesseln und Ketten aus Eisen. Das ist ein Hinweis darauf, dass man hier auf dem Markt Sklaven verkaufte. Könige und Anführer versuchten, den Handel zu fördern und zu kontrollieren, indem sie die Händler vor Piraten schützten und dafür Zölle und Steuern verlangten. Noch heute finden sich in der Landschaft Zeugnisse ihrer gewaltigen Anstrengungen, den europäischen Handel zu kontrollieren. Sie ließen eine Reihe von Mauern errichten und diese bewachen. Der Schutzwall, das Danewerk, begann bei der Stadt und erstreckte sich den ganzen Weg von der Ost- bis zur Nordsee. Handel in Nord-Süd-Richtung war unmöglich, ohne die Kontrollpunkte zu passieren, an denen Zoll eingetrieben wurde. Die Beherrschung des schmalen Landstreifens machte die Händler von Haithabu noch reicher. Bald schon tauchten die Münzen, die in der Stadt geprägt wurden, auf weit entfernten Märkten in Europa und Asien auf. Entsprechend kamen Münzen ferner Länder nach Haithabu, wo Archäologen sie im Erdreich fanden. Der Handel florierte. Wikinger aus dem heutigen Schweden griffen zu den Riemen und überquerten die Ostsee. Sie fuhren das verzweigte Flusssystem des Ostens hinauf. Für die Menschen, die sie trafen, waren sie die Rus. Schnell errichteten sie ihre Herrschaft über ein Land, das noch immer ihren Namen trägt. Russland. Die Websen, die Slawen, die Krivitschen und die Wes sagten dann zu den Leuten der Rus: Unser Land ist groß und reich, doch es hat keine Ordnung. Kommt und bestimmt und herrscht über uns. Die Reisen forderten ihren Tribut. Viele Krieger starben weit entfernt von der Heimat. Mit dem Aufkommen einer Schriftsprache verhalf man ihren Taten und ihrem Mut auf kunstvollen Runensteinen zur Unsterblichkeit. Von solchen Runensteinen wissen wir auch von den Reisen der Rus in den Osten. Ihr Herrschaftsbereich war groß und Kiew wurde seine Hauptstadt. Wikingerschiffe befuhren die gewaltigen Ströme oder wurden über Land gezogen und erreichten das Schwarze und das Kaspische Meer. Die Wikinger stellten die handeltreibende Oberschicht, gestützt durch ihre eigene militärische Stärke. Von ihren slawischen Untertanen forderten sie Tribut in Fellen und Sklaven, um diese bei den Arabern gegen Silber einzutauschen. Die Wikinger erreichten auch Konstantinopel und versuchten, das Byzantinische Reich zu unterwerfen. Unter dem Kommando von Oleg näherte sich im Jahr 907 eine große Flotte von vielleicht 2000 Schiffen der Stadt und griff diese an. Die Einwohner konnten die Wikinger jedoch aufhalten und deren Vorhaben schlug fehl. Stärke und Mut der Wikinger hatten einen großen Eindruck auf den Kaiser gemacht. Auch heute noch finden sich in den alten Kirchen Zeugnisse der Gesichter der Wikinger, die einmal hier durch die Straßen schritten. Einige Wikinger wurden in die Söldnergarde des Kaisers rekrutiert. Eine ihrer Aufgaben bestand darin, den Herrscher während religiöser Zeremonien in der Hagia Sophia zu beschützen. Vielleicht langweilten sie sich ab und an, denn auf einer der steinernen Brüstungen hinterließ einer von ihnen mit Namen Halfdan eine Nachricht in Wikingersprache. Ein Jahrtausend später kann man sie noch entziffern.
Zu Hause kümmerten sich die Frauen derweil um die Gehöfte. Die Schlüssel hingen an ihren Gürteln und wiesen sie als Herrinnen von Haus und Hof aus. Wenn die Männer fort waren, kümmerten sich die Frauen um die Finanzen und den bäuerlichen Betrieb. Sie hatten den Schlüssel zu der Truhe mit den Wertgegenständen. Zur Mitteilung häuslicher Angelegenheiten benutzten sie Birkenrinde. In Briefen an ihre Männer kommen ihre Bedürfnisse und Hoffnungen zum Ausdruck. Es ist nun 9 Jahre her, dass du ein Kreuz von mir bekommen hast und du hast kein Geld geschickt. Wenn du mir nicht sofort 4,5 Grufner schickst, werde ich deinen Namen entehren. Handle jetzt nach Treu und Glauben. Grüße von Frau Fronja an Felix mit Klagen. Mein Stiefvater schlägt mich und will, dass ich den Hof verlasse. Soll ich in die Stadt kommen oder kommst du hierher? Ich bin ganz grün und blau. Ein Brief enthält Zeichnungen der Kinder. Ich habe 3-mal nach dir geschickt. Was hast du gegen mich, dass du am letzten Sonntag nicht zu mir gekommen bist? Habe ich dich durch meine Nachricht verärgert? Wenn du mich liebst, wirst du von den Leuten fortgehen und mich treffen. Wenn ich dich verärgert habe, weil ich eine Entscheidung wollte, wenn du meiner spottest, werden Gott und meine Wenigkeit dich richten. Schreibe mir, ich werde dich nie abweisen. Vor 1000 Jahren verewigten meisterliche Steinmetze die Männer und Frauen der Wikinger, die nach Osten gesegelt sind und dazu beitrugen, Reiche auf dem europäischen Kontinent zu errichten. Noch heute kennen wir ihre Namen und wissen, was sie taten und empfanden. Entlang der westlichen Küsten Europas richteten andere Wikinger, wir nennen sie Nordmänner, ihre Augen auf den Horizont und erträumten sich neues Land. Sie boten außergewöhnliche Fähigkeiten und großen Mut auf und segelten westwärts. Und sie fanden und besiedelten Länder, die kein Europäer vor ihnen betreten hatte. Die Nordmänner wagten es, arktische Gewässer zu befahren. In der nächsten Folge der Wege der Wikinger folgen wir ihnen nach Island. Und wir begleiten Erik den Roten, einen Mörder auf der Flucht, wenn er seine Anhänger zu einem grünen Land führt. Sie fanden Wege, die Wikingerkolonie an einer abgelegenen Küste der Arktis ein halbes Jahrtausend lang am Leben zu halten. Wo sie auch hinfuhren, nach Osten, Westen, Norden oder Süden, es war die außergewöhnliche Gestaltung dieses Schiffs und die Fähigkeit ihrer Kapitäne, die das Vermächtnis der Drachenschiffe im Gedächtnis der Welt überdauern lassen. Die Dorfvorsteherin nimmt das Kind. Es wird allein zurückgelassen, um zu sterben. Weil viele Männer während der Raubzüge ums Leben kamen, hatten die Wikinger dieses Mittel der Geburtenkontrolle. Durch die Tötung von Mädchen wurde das Verhältnis von Männern zu Frauen langfristig stabil gehalten. Trotz der Ausbreitung des Christentums bestand diese Praxis noch lange Zeit fort.
Auch andere heidnische Bräuche gaben die Wikinger nicht so schnell auf. Die Menschen riefen ihre Götter Thor, Odin und Freya an, um Stärke und Wohlstand zu erflehen. Anders als das Christentum verfügte die Religion der Skandinavier über keine systematische Theologie und kannte keine geschlossenen Konzepte von Gut und Böse oder von einem Leben nach dem Tod. Odin war der höchste Gott, der Gott der Weisheit, des Kriegs und der Macht, doch auch der Dichtkunst. Er gab den Menschen die Fähigkeit, Runen auf Steine zu schreiben und die Sagas abzufassen. Vermutlich gab es keine Priester. Die Zeremonien wurden von den jeweiligen Anführern abgehalten. Die Toten führten mit ihren Göttern ein Nachleben. Und die heldenhaften Krieger, die in der Schlacht gefallen waren, wurden durch die Walküren an Odins Tafel geleitet, um mit ihm zu feiern und zu kämpfen. Der arabische Reisende Ibn Fadlan hat uns genaue Berichte über Beisetzungsrituale der Wikinger hinterlassen. Er ist sehr befremdet. Zuletzt erzählte man mir vom Tode eines ihrer hervorragenden Männer. Sie trugen ihn in ein Zelt auf dem Schiff. Sie brachten berauschende Getränke, Früchte und duftende Kräuter zu ihm, dann Brot, Fleisch und Zwiebeln, die sie vor ihn legten. Sie brachten einen Hund, dann zwei Pferde, einen Hahn und eine Henne und warfen sie hinein. Sie brachten auch seine Waffen und legten sie ihm zur Seite. Eine seiner Sklavinnen folgt dem Verstorbenen in den Tod. Ein berauschendes Getränk soll sie darauf vorbereiten. Eine Frau, der sogenannte Todesengel, begleitet sie auf das Totenschiff. Dann betraten 6 Männer das Zelt und jeder hatte Geschlechtsverkehr mit der jungen Frau. Sie legten sie an die Seite ihres Herrn. 2 hielten ihre Füße, 2 ihre Hände. Die alte Frau, der Todesengel, trat wieder ein, schlang einen Strick um ihren Hals und gab die Enden den beiden übrigen Männern. Männer begannen mit Stöcken auf ihre Schilde zu schlagen, damit ihre Schreie nicht gehört würden. Haithabu war eine Drehscheibe von Handel und Wandel, ein Knotenpunkt der Kulturen und Religionen. In ihrer Blütezeit im 10. Jahrhundert hatte die Stadt rund 1500 Einwohner. Die meisten hatten in irgendeiner Weise mit dem Handel zu tun. Der Wohlstand der Wikinger gründete nicht auf der passiven Anhäufung von Gold und Silber, sondern auf dem Standort, auf Bündnissen und Verbindungen. Durch die Kontrolle über den Handel und die Handelswege mit kriegerischen Mitteln gewannen die Wikinger schnell die Oberhand. Eine der wichtigsten Rollen von Haithabu war, Ost- und Nordsee miteinander zu verbinden. Waren gelangten von der Ostsee kommend in die Stadt. Sie wurden 15 Kilometer über Land transportiert und dann auf Flüssen bis zur Nordsee geschafft. An diesem Knotenpunkt tauschte man Güter aus dem fernen Asien gegen solche aus dem hohen Norden. Bernstein, Daunen der Eiderente und hochwertige Schleifsteine waren begehrte Handelsobjekte. Richtung Norden und Osten, im heutigen Skandinavien, in Finnland und Russland, erstreckte sich schier endlose Wildnis. In den Wäldern lebten viele Tiere und Jäger hatten ein leichtes Spiel. Wikinger beherrschten bald den einträglichen Pelzhandel. Könige und Sultane weit entfernter Reiche hüllten sich in Häute und Felle aus dem Norden. Und Wikinger tauschten sie gegen Salz und Edelmetalle. Die Kaufleute aus Haithabu handelten allerdings nicht nur mit unbelebten Dingen.
Es ist überliefert, dass besonders arabische Händler nach einer besonderen Ware suchten. Während der Grabungen in Haithabu fanden Archäologen Handfesseln und Ketten aus Eisen. Das ist ein Hinweis darauf, dass man hier auf dem Markt Sklaven verkaufte. Ihren, denn es war ein besonderes Schiff aus einem sehr reichen Grab. Es war mit 21,5 Metern ein sehr langes und schmales Kriegsschiff. Wir wollten einfach wissen, wie es aussah. Dazu nutzten wir alle Möglichkeiten, die wir hatten. Es wurden nur wenige Wikinger-Schiffe gefunden. Daher ist der Nachbau von großer Bedeutung. Bei der Rekonstruktion eines Schiffes wird es immer Diskussionen geben. Bei einer Unregelmäßigkeit fragt man sich, haben Sie den Fehler gemacht oder ich? Man muss sich das Problem noch einmal ansehen und fragen, war das Original so? Dann muss man dabei bleiben und sich im Klaren sein, dass sie es eben so gemacht haben und es auch so machen. Man kann keine Linie korrigieren, bei der man das Gefühl hat, sie sollte so sein. Man hält sich an das Original. Das ist interessant, denn man versteht, dass Dinge auftauchen, an die man nicht gedacht hat. Wenn es um 1000 Jahre alte Schiffe geht, kann man auf etwas stoßen, das man noch nie gesehen hat. Auf der Werft neben den Wikinger-Schiffshallen im dänischen Roskilde sucht Bischofskollege Sören Nielsen nach dem richtigen Holz für eine Rekonstruktion. Ich bin sicher, dass die Schiffsbauer der Wikingerzeit viele Details dieser Fertigkeit und dieses Handwerks kannten, die wir heute vergessen haben. Auch nach 20 Jahren ist es noch ein weiter Weg, bis wir so gut sind wie die Wikinger. Das wissen wir. Auf der Schiffswerft des Museums werden Planken und andere Teile für einen Schiffsnachbau akribisch mit der Axt aus dem Holz geschlagen. Die Axt ist das Hauptwerkzeug, heute genau wie zu Zeiten der Wikinger. Das Abschlagen darf auf keinen Fall wahllos erfolgen. Wichtig ist, den Fasern zu folgen, damit auch das Holzstück, das in das Boot kommt, den Fasern des Holzes folgt. Es muss in der richtigen Form gewachsen sein. Ich habe zwei Stücke angefertigt, um Ihnen das zu zeigen. Bei diesem Stück verlaufen die Fasern gerade. Dieses Stück ist natürlich gewachsen. Heute wird die Tradition von einer kleinen Gruppe Schiffsbauer in den Wikinger-Schiffshallen im dänischen Roskilde weitergeführt. Hier liegt auch der größte Schiffsnachbau, der je in Angriff genommen wurde. Mit 30 Metern Länge scheint das schlanke Schiff den Regeln des Schiffsbaus zu widersprechen. Manchmal ist auch der Chefbootsbauer Sören Nielsen besorgt. Oft denke ich, es ist nicht stark genug, es ist zu dünn. Doch immer, wenn wir mit ihm gefahren sind, war es stabil genug. Es wird funktionieren. Das Kriegsschiff nimmt Gestalt an. Die Leute, die an ihm arbeiten, benutzen nachgebaute Äxte in verschiedenen Formen und Größen. Die Originale fanden sich bei Grabungen in Wikingersiedlungen. Bei ihrer Arbeit an originalgetreuen Schiffen haben die modernen Handwerker gelernt, welche Axt sich für welchen Arbeitsschritt am besten eignet. Alle Äxte sind sehr funktional. Am besten benutzt man sie jedoch für genau die Aufgaben auf der Werft, für die sie entworfen wurden. Jedes Werkzeug, das hier zum Einsatz kommt, ist die genaue Kopie von einem aus der Wikingerzeit. Die Qualität des Schiffs soll der Qualität des Originals in jedem Fall entsprechen. Moderne Werkzeuge würden das Boot nicht besser machen. Sogar der Gebrauch verschiedener Hölzer für Planken und Holznägel basiert auf den Erfahrungen der Wikingerzeit.
Man hat schnell begriffen, dass die Herstellung von Planken eine sehr anspruchsvolle Arbeit ist. Die Gruppe musste einsehen, dass sie mehrere Jahre braucht, um ein Schiff fertigzustellen. Vor 1000 Jahren waren sehr viel mehr Menschen im Einsatz, um das Original in wenigen Monaten zu bauen. Zentimeter. So dick wird die Planke werden. Das wissen wir durch die archäologischen Funde. Dieses große Holzstück ergibt nicht mehr als eine Planke. Die Bootsbauer kalfatern den Rumpf mit Teer aus Holzspänen, gemischt mit Wolle und Leinen. Dadurch erzeugen sie eine Versiegelung zwischen den Planken. Die Wikinger haben an diesem Knotenpunkt tauschte man Güter aus dem fernen Asien gegen solche aus dem hohen Norden. Bernstein, Daunen der Eiderente und hochwertige Schleifsteine waren begehrte Handelsobjekte. Richtung Norden und Osten, im heutigen Skandinavien, in Finnland und Russland, erstreckte sich schier endlose Wildnis. In den Wäldern lebten viele Tiere und Jäger hatten ein leichtes Spiel. Wikinger beherrschten bald den einträglichen Pelzhandel. Könige und Sultane weit entfernter Reiche hüllten sich in Häute und Felle aus dem Norden. Und Wikinger tauschten sie gegen Salz und Edelmetalle. Die Kaufleute aus Haithabu handelten allerdings nicht nur mit unbelebten Dingen. Es ist überliefert, dass besonders arabische Händler nach einer besonderen Ware suchten. Während der Grabungen in Haithabu fanden Archäologen Handfesseln und Ketten aus Eisen. Das ist ein Hinweis darauf, dass man hier auf dem Markt Sklaven verkaufte. Könige und Anführer versuchten, den Handel zu fördern und zu kontrollieren, indem sie die Händler vor Piraten schützten und dafür Zölle und Steuern verlangten. Noch heute finden sich in der Landschaft Zeugnisse ihrer gewaltigen Anstrengungen, den europäischen Handel zu kontrollieren. Sie ließen eine Reihe von Mauern errichten und diese bewachen. Der Schutzwall, das Danewerk, begann bei der Stadt und erstreckte sich den ganzen Weg von der Ost- bis zur Nordsee. Handel in Nord-Süd-Richtung war unmöglich, ohne die Kontrollpunkte zu passieren, an denen Zoll eingetrieben wurde. Die Beherrschung des schmalen Landstreifens machte die Händler von Haithabu noch reicher. Bald schon tauchten die Münzen, die in der Stadt geprägt wurden, auf weit entfernten Märkten in Europa und Asien auf. Entsprechend kamen Münzen ferner Länder nach Haithabu, wo Archäologen sie im Erdreich fanden. Der Handel florierte. Wikinger aus dem heutigen Schweden griffen zu den Riemen und überquerten die Ostsee. Sie fuhren das verzweigte Flusssystem des Ostens hinauf. Für die Menschen, die sie trafen, waren sie die Rus. Schnell errichteten sie ihre Herrschaft über ein Land, das noch immer ihre waschen, und sie tun es in der unsaubersten Weise. Das schreibt Ibn Fadlan im Jahr 921. Er ist überrascht, dass sie täglich ihre Haare kämmen. Sie haben auch Schminke für die Augen. Wenn sie diese verwenden, schwindet die Schönheit nie. Im Gegenteil, sie steigt bei Männern und Frauen. Aufgrund der tausende Kilometer langen Küstenlinie war die Seefahrt bereits lange vor der Wikingerzeit Teil des kulturellen Erbes.
Reiche Fischgründe an der Atlantikküste waren die Grundlage vieler bedeutender Siedlungen. Frauen hatten eine recht starke Position in der Gesellschaft. Wenn ihre Ehemänner auf Wikinger-Raubzügen waren, übernahmen sie das Kommando über Hof und Gesinde. Die Gehöfte der Region versorgten sich meist selbst, waren wohlhabend und hatten Gebäude für die Großfamilien. Besonders die Küstenbewohner in Norwegen verbanden Fischfang und Landwirtschaft. Wegen der kurzen Wachstumsperiode und des langen, harten Winters war es notwendig, große Mengen an Lebensmitteln einlagern zu können. Fisch- und Robbenfleisch konnte man trocknen und einsalzen. Fischöl und weitere Erzeugnisse lagerten in selbstgefertigten Fässern. Trotz all der harten Arbeit legten die Wikinger großen Wert auf künstlerischen Ausdruck. Im 10. Jahrhundert bemerkte ein Araber einmal, dass die Wikinger für bunte Glasperlen alles gäben. Offensichtlich wurden diese in Skandinavien hoch geschätzt. Die sehr aufwendig von Hand gefertigten Perlen waren in jedem Fall sehr kostbar und teuer. Sie wurden auf Raubzügen erbeutet, auf den Märkten eifrig erstanden und an die Kinder vererbt. Die Größe der goldenen Broschen, die die Kleidung zusammenhielten, brachte den Status ihres Besitzers zum Ausdruck. Je mehr Halsketten eine Frau trug, umso reicher war sie. Es waren eindeutig Statussymbole. Einsalzen. Fischöl und weitere Erzeugnisse lagerten in selbstgefertigten Fässern. Trotz all der harten Arbeit legten die Wikinger großen Wert auf künstlerischen Ausdruck. Im 10. Jahrhundert bemerkte ein Araber einmal, dass die Wikinger für bunte Glasperlen alles gäben. Offensichtlich wurden diese in Skandinavien hoch geschätzt. Die sehr aufwendig von Hand gefertigten Perlen waren in jedem Fall sehr kostbar und teuer. Sie wurden auf Raubzügen erbeutet, auf den Märkten eifrig erstanden und an die Kinder vererbt. Die Größe der goldenen Broschen, die die Kleidung zusammenhielten, brachte den Status ihres Besitzers zum Ausdruck. Je mehr Halsketten eine Frau trug, umso reicher war sie. Es waren eindeutig Statussymbole. Die Landwirtschaft war die Basis jeder Wikingergesellschaft. Wenn Männer Wikingerfahrten unternahmen, gingen ihre Familien zu Hause ihrer täglichen Arbeit nach. Sie bestellten die Felder und hüteten das Vieh. Kohl, Zwiebeln, Erbsen und Bohnen wurden angebaut. Gerste war das wichtigste Getreide. Die Jungen mussten auf dem Hof mitarbeiten. Doch sicher träumten sie dabei von abenteuerlichen Wikingerreisen. Durch die Aufzeichnungen arabischer Händler wissen wir einiges über den Alltag in Wikingersiedlungen. Ihre Beobachtungen sind häufig gefärbt durch ihre islamischen Glaubensvorstellungen. In jedem Fall sind sie eine wertvolle Informationsquelle. Aus ihnen geht hervor, dass Wikinger Kindstötungen praktizierten.
Die junge Frau, die gerade eine Tochter geboren hat, wird gezwungen, sie wegzugeben. Die Dorfvorsteherin nimmt das Kind. Ihre Schiffe flogen wie böse Drachen über die Meere. Die Geschichte der Wikinger ist auch das Vermächtnis ihrer Seefahrerkunst. Die Geschichte beginnt im Jahr 750 nach Christus. In einem der vielen skandinavischen Dörfer entlang der Küsten und Wasserwege. Auch wenn die Hauptakteure häufig blonde Skandinavier waren, steht der Begriff Wikinger für keine ethnische Gruppe oder nationale Identität. Denn es gab auch slawische und irische Wikinger. Auf Wikingerfahrt ging eine bunt gemischte Gruppe von Menschen, die zu jener Zeit in Nordeuropa lebte. Die Menschen auf den Höfen hätten sich niemals Wikinger genannt. Sie sagten eher, mein Jüngster ging im letzten Jahr auf Wikingerfahrt. Ich habe ihn seither nicht gesehen. Und vielleicht sehe ich ihn nie wieder. Die Wikingerzeit brach nicht über Nacht über eine isolierte Gruppe von Menschen herein. Aus der großen Bandbreite skandinavischer Landschaften ergaben sich natürliche Siedlungsräume und unterschiedliche Lebensweisen. Die Menschen der verschiedenen Regionen gehörten zum gleichen kulturellen Umfeld, doch es bildeten sich regionale Unterschiede heraus. Diese betrafen Sprache, Bautraditionen und Bestattungspraktiken. Arabische Abgesandte waren überrascht und schockiert über das, was sie im Norden sahen. Von allen Geschöpfen Gottes sind sie die schmutzigsten. Jeden Tag müssen sie ihre Gesichter und Köpfe waschen und sie tun es in der unsaubersten Weise. Das schreibt Ibn Fadlan im Jahr 921. Er ist überrascht, dass sie täglich ihre erlangten. Noch heute finden sich in der Landschaft Zeugnisse ihrer gewaltigen Anstrengungen, den europäischen Handel zu kontrollieren. Sie ließen eine Reihe von Mauern errichten und diese bewachen. Der Schutzwall, das Danewerk, begann bei der Stadt und erstreckte sich den ganzen Weg von der Ost- bis zur Nordsee. Handel in Nord-Süd-Richtung war unmöglich, ohne die Kontrollpunkte zu passieren, an denen Zoll eingetrieben wurde. Die Beherrschung des schmalen Landstreifens machte die Händler von Haithabu noch reicher. Bald schon tauchten die Münzen, die in der Stadt geprägt wurden, auf weit entfernten Märkten in Europa und Asien auf. Entsprechend kamen Münzen ferner Länder nach Haithabu, wo Archäologen sie im Erdreich fanden. Der Handel florierte. Wikinger aus dem heutigen Schweden griffen zu den Riemen und überquerten die Ostsee. Sie fuhren das verzweigte Flusssystem des Ostens hinauf. Für die Menschen, die sie trafen, waren sie die Rus. Schnell errichteten sie ihre Herrschaft über ein Land, das noch immer ihren Namen trägt. Russland. Die Websen, die Slawen, die Krivitschen und die Wes sagten dann zu den Leuten der Rus, unser Land ist groß und reich, doch es hat keine Ordnung. Kommt und bestimmt und herrscht über uns. Die Reisen forderten ihren Tribut.
Viele Krieger starben weit entfernt von der Heimat. Mit dem Aufkommen einer Schriftsprache verhalf man ihren Taten und ihrem Mut auf kunstvollen Runensteinen zur Unsterblichkeit. Von solchen Runensteinen wissen wir auch von den Reisen der Rus in den Osten. Ihr Herrschaftsbereich war groß und Kiew wurde seine Hauptstadt. Wikingerschiffe befuhren die gewaltigen Ströme oder wurden über Land gezogen und erreichten das Schwarze und das Kaspische Meer. Die Wikinger stellten die handeltreibende Oberschicht, gestützt durch ihre eigene militärische Stärke. Von ihren slawischen Untertanen forderten sie Tribut in Fellen und Sklaven, um diese bei den Arabern gegen Silber einzutauschen. Die Wikinger erreichten auch Konstantinopel und versuchten, das Byzantinische Reich zu unterwerfen. Unter dem Kommando von Oleg näherte sich Aschen und Segel nachgedacht. Auch wenn die Skandinavier den Schiffsrumpf viel früher entwickelt hatten, das Hinzufügen eines Segels war eine echte Neuerung der Zeit. Dieses Segel verwandelte die Bauern und Küstenfischer in Eroberer und Entdecker. Zur Rekonstruktion der Schiffe und dem Versuch, sie hochseetüchtig zu machen, konnte die Geschichtsschreibung wenig beisteuern. Es gibt ein Problem mit den gefundenen Wikingerschiffen. Die meisten entdeckte man in seichtem Wasser oder entlang der Küsten. An diesen Orten konnte die ansässige Bevölkerung auf die Schiffe gelangen und das Schiffsgut stehlen. Die Folge ist, dass wir keine Riemen, keine Steuerruder, keine Segel, keinen Mast, rein gar nichts von der Ausrüstung finden. Bei den archäologischen Grabungen stießen Max Winner und seine Mitarbeiter jedoch auf Details, die erklären können, warum die Wikinger im Kampf so erfolgreich wurden. Bei den Langschiffen ist eine Sache sehr durchdacht. Sie können ihren Mast sehr leicht niederholen. Sinn davon ist, die Windangriffsfläche zu verringern, wenn man direkt gegen den Wind rudert. Es ist ein sehr leichtes Manöver. Man nimmt nur diese Sperre heraus und kann dann den Mast niederholen und in diesen Aufleger senken, in dem er bleibt. Wenn die Mannschaft geübt war, konnte sie den Mast in 1,5 Minuten niederholen und in 1,5 Minuten wieder aufrichten. Das Manöver ist also nicht nur sehr durchdacht, sondern auch sehr schnell. Es wurden nur wenige Wikingerschiffe gefunden und die Funde bestanden häufig nur aus verstreuten Planken und Teilen der Takelage. Ole Krumlin Pedersen und seine Kollegen setzten die Überbleibsel sorgfältig zusammen und konnten so den Schluss ziehen, dass die Flotte der Wikinger überraschend vielfältig war. Das bauchige Lastschiff namens Knorr hatte ein 90 Quadratmeter großes Segel. Es war der Frachter auf den Handelsrouten der Wikinger. Es gab kleine Boote zum Fischen, für den Fährbetrieb und kurze Reisen nahe der Küste. Zur Gewinnung spaltet man große Baumstämme mit Keilen und Vorschlaghämmern. Aus jedem keilförmigen Stück wird nur eine einzige Planke gewonnen. Im Vergleich mit einer modernen Planke, die aus dem Stamm gesägt wird, sind die Planken der Wikinger extrem haltbar und elastisch. Soweit wir wissen, verwendeten die Wikinger keine Baupläne.
Sie zimmerten ihre Schiffe aus dem Gedächtnis. Höchstwahrscheinlich wurde ihr Wissen vom Vater an den Sohn weitergegeben. Aus archäologischen Grabungen wissen wir, dass es viele verschiedene Schiffstypen gab. Jeder war perfekt für die Nutzung ausgelegt, für die er bestimmt war. Heute wird die Tradition von einer kleinen Gruppe Schiffsbauer in den Wikinger-Schiffshallen im dänischen Roskilde weitergeführt. Hier liegt auch der größte Schiffsnachbau, der je in Angriff genommen wurde. Mit 30 Metern Länge scheint das schlanke Schiff den Regeln des Schiffsbaus zu widersprechen. Manchmal ist auch der Chefbootsbauer Sören Nielsen besorgt. Oft denke ich, es ist nicht stark genug, es ist zu dünn. Doch immer, wenn wir mit ihm gefahren sind, war es stabil genug. Es wird funktionieren. Das Kriegsschiff nimmt Gestalt an. Die Leute, die an ihm arbeiten, benutzen nachgebaute Äxte in verschiedenen Formen und Größen. Die Originale fanden sich bei Grabungen in Wikingersiedlungen. Bei ihrer Arbeit an originalgetreuen Schiffen haben die modernen Handwerker gelernt, welche Axt sich für welchen Arbeitsschritt am besten eignet. Alle Äxte sind sehr funktional. Am besten benutzt man sie jedoch für genau die Aufgaben auf der Werft, für die sie entworfen wurden. Jedes Werkzeug, das hier zum Einsatz kommt, ist die genaue Kopie von einem aus der Wikingerzeit. Die Qualität des Schiffs soll der Qualität des Originals in jedem Fall entsprechen. Moderne Werkzeuge würden das Boot nicht besser machen. Sogar der Gebrauch verschiedener Hölzer für Planken und Holznägel basiert auf den